Nach Shiloh zieht es vorwiegend strenggläubige Juden. Der Ort war in biblischer Zeit ein Heiligtum. Hier stand um 1200 vor Christus die jüdische Bundeslade. Viele Einwanderer verwirklichen hier ihren Traum. Ein Haus im Grünen mit Garten unter ewig blauem Himmel. Mit den Palästinensern, durch deren Land sie täglich fahren, verbindet sie nichts. Die sollen sehen, wo sie bleiben. Ja, was wollen Sie denn? Das Land hier gehört uns, seit biblischen Zeiten. Es war die Heimat unserer Stammväter Abraham, Isaak und Jakob. Natürlich tun wir alles, um es fruchtbar zu machen. Und dazu brauchen wir nun einmal Wasser. Die Palästinenser haben hier doch gar nichts zu suchen. Die sollen abhauen nach Jordanien. In der Schule der Siedlung lernen die Kinder die israelische Fahne schwenken. Die patriotische Erziehung steht über allem. Und sie singen dazu ein Soldatenlied aus dem 48er Krieg. Nur durch den Kampf werden wir frei. Im nahen Kiryat Arba liegt das Grab Baruch Goldsteins, der in Hebron 29 Palästinenser in der Moschee erschoss. Der hat damals durchgedreht. Das ging zu weit. Trotzdem kommen wir hierher und beten an seinem Grab, wie wir das auf jedem Friedhof tun, an dem wir Halt machen. Und was die Palästinenser angeht, wir sind ihnen mit den Osloer Verträgen schon weit genug entgegengekommen. Der Friedensprozess wird ihnen schon geben, was ihnen gebührt. In den meisten Siedlungen verläuft das Leben ruhig. Keine Angst vor palästinensischen Terroranschlägen, die gibt es nur in Jerusalem und Tel Aviv. Sie haben hier oben Supermärkte, Sportplätze, Schulen. Mancher Siedler verbraucht im Sommer 300 Liter Wasser am Tag, denn Palästinensern im Tal bleibt oft nur ein Zehntel. Muss Israel ihnen nicht gleiche Wasserrechte geben, wenn es Frieden will? Frage an Meir ben Meir. Viele halten ihre Politik für gefährlich. Wäre es nicht an der Zeit für einen gerechten Deal? Welches Geschäft schlagen Sie vor? Sollen wir etwa unsere grundlegenden Rechte aufgeben? Es ist doch kein Geschäft, wenn Israel seine Existenz aufs Spiel setzt. Ein Geschäft wäre zum Beispiel, wenn wir gemeinsam mit den Palästinensern neue Wasserressourcen in der Region erschließen würden. Die Chance sehe ich zurzeit aber nur in der Gewinnung von entsalztem Meerwasser. Da wäre ein Geschäft tatsächlich denkbar. Die reichen Länder des Westens könnten ja die Anlagen zur Entsalzung des Meerwassers liefern. Denn die Palästinenser haben ja kein Geld dafür. Die können dann meinetwegen so viel Süßwasser aus dem Meer gewinnen, wie sie wollen. Aber Israel wird doch nicht seine grundlegenden Interessen aufgeben und das Wasser in der Region neu verteilen. Keine Hoffnung für Palästina? Werden die Bewohner des Westjordanlands ewig unter der Knute des Stärkeren leben, unter dem Gesetz der israelischen Besatzer? Das Wasser entscheidet hier über das Glück ganzer Dörfer. Wer an einem Sommertag durch die Gegend fährt, trifft überall auf Straßenverkäufer, Bauern, die für ihre Erzeugnisse keinen anderen Markt finden. Mohammed Assad verkauft die Kiste Melonen für 15 Schekel, 8 Mark. Er muss eine große Familie ernähren. Hier haben wir ja nur eine Ernte, weil wir vom Regenwasser leben. Bevor Israel die Westbank besetzte, gab es hier 2 bis 3 Ernten. Damals hatten wir unsere eigenen Brunnen und konnten die Felder bewässern. Heute sitzen wir auf dem Trockenen. Sein Nachbar bringt die Gurkenernte ein. 200 Familien leben vom Ertrag dieser Felder. Doch die Böden sind schon zu Anfang des Sommers ausgetrocknet. Handbreite Risse überall. Dabei wüsste sich der Alte zu helfen, wenn man ihn nur ließe. Sein Land liegt auf historischem Boden am biblischen Josefsbrunnen. Ein Dieselmotor pumpt da hochliegendes Grundwasser von minderer Qualität aus einer Tiefe von 15 Metern.
Diese Erlaubnis haben die Israelis den Bauern gegeben. Er leitet das Brackwasser in einen Teich ein, Vorrat, der ihm über den Sommer helfen soll. Ende Juli versiegt die Quelle. Wir hatten hier einen richtig tiefen Brunnen, nach altem jordanischem Recht. Sehen Sie hier. Die Israelis haben ihn mir zugeschüttet. Die alten Wasserrechte gelten nichts mehr. Seit dem Krieg von 1967 ist es verboten, hier zu bohren. Wir können nur auf Regen hoffen. Den aber gibt es nur im Winter. Die obere Schicht Wasser, die ich hier abpumpe, reicht nur für 3 Monate. Ich verdiene jedes Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Schekel weniger. Das sind 10.000 bis 15.000 Mark. So schneiden sie ihr Korn hier wie vor 1000 Jahren mit der Sichel, während jenseits der Berge im israelischen Kernland Mähdrescher im Einsatz sind. Das könnte hier auch so sein, wenn nur genügend Wasser da wäre. Mehr Wasser aber wird Palästina brauchen, wenn es in naher Zukunft Hunderttausende von Rückkehrern aus Jordanien und im Libanon ernähren soll. Es gibt 3 Grundwasserspeicher. Den Küstenaquifer, den Westaquifer und den Ostaquifer. Die Hälfte aller Grundwasserreserven liegen also in den besetzten Gebieten, aber die Palästinenser dürfen nur 20% davon nutzen. Die Brüder Sead und Ahmed kennen es nicht anders. Wasser war hier immer knapp. Sie müssen es von weit her holen. Von Politik verstehen sie noch nichts, doch an der Wasserknappheit lernen sie, dass sie Menschen minderer Rechte in einem besetzten Land sind. Die Stadt Nablus hat ihre chronische Wassernot in den letzten Jahren besiegt, mit fremder Hilfe. In ihrem Einzugsbereich leben 160.000 Menschen. In heißen Sommern wurde früher das Wasser rationiert. Jeder Einwohner bekam nur 20 Liter pro Tag. Die Menschen waren verzweifelt. Das alte Leitungsnetz von Nablus war verrottet und für ein neues gab die israelische Militärverwaltung kein Geld. Seit 1994 hat sich mit deutscher Hilfe vieles geändert. Man sieht es an den Wasserstellen im Bazar. Nablus, das biblische Schechem, ist eine der 7 ältesten Städte der Welt. Schon zu Zeiten des Stammvaters Jakob wurde hier um Brunnen und Wasserrechte gekämpft. Tief unter der Stadt liegt der Jakobsbrunnen, in dem schon Jesus seinen Durst gelöscht hat. Der heilige Ort wird seit 100 Jahren von orthodoxen Christen bewacht. 1979 drang ein fanatischer Jude in die Kapelle ein und erschlug den Priester mit 35 Axthieben. Blut für Wasser. Wie gefährlich die Wassernot für den Frieden in Nahost ist, hat die Welt inzwischen erkannt. Es mangelt nicht an Hilfe. Hier sind es die Amerikaner, die den Palästinensern einen Brunnen bohren. Im nahen Hebron ist die Versorgung zusammengebrochen. Die palästinensische Wasserbehörde beantragte bei den Israelis 12 Bohrungen. Nach langen Verhandlungen wurden 4 genehmigt. Den Auftrag im Wert von 4 Millionen Dollar gaben die Amerikaner einem jordanischen Unternehmer, der genügend Know-how hat. Seit Monaten frisst sich das Bohrgestänge durch den Stein. Der palästinensische Geologe und der jordanische Bauleiter machen von Tag zu Tag besorgtere Gesichter. 800 Meter und noch immer kein Wasser. Doch dann die Erleichterung. Es ist geschafft. Eine weiße Brühe sprudelt aus dem Loch, Wasser mit Schmierstoffen vermischt.
Doch wie sich später